Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Donkey Kong 64, Part Nummer 7. Ja, im letzten Part haben wir Lanky befreit und gleichzeitig auch einiges gelernt von Cranky. Und dadurch, dass neue Aufnahme ist, habe ich mal geguckt. Ich habe ja beim letzten Mal das Lama befreit und habe dann ja noch die Banane liegen lassen. Heißt, ich habe ja dann das Spiel ausgemacht und dann, also vorgespeichert. Und die Banane liegt noch da. Also nur damit man sich dann halt sicher sein kann, wenn man irgendwas gemacht hat und die Banane nicht eingesammelt hat, dass man dann trotzdem noch die Möglichkeit hat, die zu holen. Ich wollte eigentlich erst mit Lanky mal seine Waffe holen. Ja, das macht heute Sinn. Wir haben auf jeden Fall letzten Part so viel gelernt, dass wir ja heute doch bestimmt mal mehr als eine Banane bekommen würden, würde ich mal sagen. So, aber zuallererst möchte ich hier meine Waffe haben, die müsste doch hier irgendwo gewesen sein. Badibadibadam. Na. Auf B. Ja, da muss ich mich noch dran gewöhnen, dass er das auf B macht. Alles klar. Und ja, da hinten ist er. Alles klar. Na, Funky Kong, ich brauche meine Waffe. Das ist so ein Blasrohr. Ich weiß nur nicht mehr, wie es heißt. Werde ich dann gleich sehen. Wie wäre es mit dem Shooter? Ja, natürlich. Und derselbe Text? Traubentröte. So, alles klar. So, steht dir gut, Lanky. Ich gebe dir eine kurze Einweisung. Kennen wir schon? Das war's. Ja, alles klar. Ich glaube, das ist levelabhängig, dass wenn er irgendwas Neues hat. Weil sonst, weil, soviel ich weiß, gibt es ihn in jedem Level. Nur, es macht ja gar keinen Sinn, wenn man dann alle Waffen hat, dann überhaupt noch zu ihm zu gehen, außer sein Equipment aufzufrischen. So, und ich würde jetzt erst einmal, ja, die fehlenden Bananen holen. Die Bananen, Ballons, die ich ja beim letzten Part nicht holen konnte, weil ich die Waffe noch nicht hatte. Das war, glaube ich, nicht so. Wobei, eine Frage. Nee, macht mehr Sinn mit dem anderen Porter, weil da komme ich zurück zur 2 direkt. So, war der eigentlich schon mal hier, oder? Der war doch da, wo Donkey Kong noch umgeflogen ist, gell? Hier. Das war doch der hier. Aber da muss. Ah, gut. Ja, gut, dass ich die Waffe gekauft habe. Jeder Kong braucht ja dann seine eigene Waffe dafür, um da wieder reinzukommen. Na komm. Schön ist auch, dass wir die Schalter auch von der Seite treffen können. Solange man sie überhaupt trifft. So, alles klar. Na, rein da. Lanky Kong. So, die Bananen hier links habe ich ja auch noch nicht eingesammelt. Ich muss mich echt dran gewöhnen, dass ich B drücken muss und nicht nach links. So wie man es halt von Banjo-Kazooie gewohnt ist. Na, Achtung. Ja, ich hole mir erstmal die Bananen, bevor ich an was anderes denke. Das ist auch so, ich habe ja schon mal gemeint, gerade bei dem Spiel hier hat man dann so viele Möglichkeiten, die man machen kann, dass man sich dann ja, fast schon nicht entscheiden kann, was man zuerst macht. Deswegen sollte man immer die Sachen machen, die man halt noch weiß, damit man die dann auch weg hat. Na komm. Natürlich immer so eine Sache, die Dinger hier zu treffen. So, einmal. Na komm, beweg dich. Weil ich weiß halt auch leider nicht die Flugbahn von den Luftballons. Mal drehen sie sich im Kreis, mal sind sie. Jetzt sagt mir nicht nur, weil Lanky keine Fähigkeit hat, dass er die Dinger hier nicht einsammeln kann. Oder waren 10 das Maximum? Also man sieht es ja bei ihm, ja. Dadurch, dass er noch keine Fähigkeit hat, womit er die Kokosnüsse benutzen kann, kann er sie natürlich auch nicht einsammeln dann. Okay. Okay. Oh. Ist auf jeden Fall schön, dass manche Gegner einem nur Schaden machen, wenn sie einen auch wirklich, ja, schlagen. Also nicht, dass man durch Berühren getroffen wird. Was ich sehr gut finde übrigens. Hier drin war auch noch irgendwo ein Instrument von Lanky. Das haben wir ja auch schon geholt. Und dadurch, dass halt Donkey Kong die Lava oder das heiße Wasser hier wieder rückgängig gemacht hat, ist hier auch übrigens das Lama ist hier nicht mehr. Oder ich wollte eigentlich drüber springen. Dass das wohl das woanders ist. Dass man wirklich erst Lanky befreien muss, bevor man Tiny befreien kann. So, nach oben. Der mit seiner Posaune hieß sie, glaube ich, gell? Und falls das Bild, was es euch auffällt, was das Bild mal so ein bisschen immer sich zusammenzieht oder auseinanderdrückt, das liegt daran, dass bei solchen Animationen hier, wie man so, also so eine kurze Zwischensequenz,
dass dann das Bild quasi vom Widescreen wieder in den Normalscreen wechselt, weil halt das komplette Spiel leider nicht im 16:9 Modus ist, leider. So, und da kommt natürlich auch nur er hoch, wenn er seine Fähigkeit hat, ja. Muss man sich mal vorstellen, wenn ich den jetzt nicht hätte, dann wäre das vollkommen unnötig gewesen. Ach, da ist es ja doch. Es war nur weiter weg. So. Dass halt auch nur Lanky Kong in dieses Fass kommt. Welcome to Bonus Stage. Krötenkarussell. Okay. Die Schildkröten drehen sich, wenn du die Schlangen mit Melonen fütterst. Drücke A, um Melonen abzufeuern. Ich glaube, das habe ich immer relativ einfach in Erinnerung gehabt. Weil man kann die ganze Zeit die füttern, in der Mitte schießen und dann einfach nur darauf warten, dass, ja, dass man halt, na gut, ich sollte vielleicht nicht weniger reden, sondern mehr auch machen. Und auch mehr schießen. Dass man quasi nur Dauerfeuer gibt hier. Weil man das Nachladen geht wirklich ganz schnell, indem man halt wieder in die Mitte zurückgeht. So, na komm. Man merkt schon dadurch, dass man hier sich ein bisschen konzentrieren muss, weil ich gucke jetzt vor lauter Quatschen. Nicht unbedingt, wo ich hinschieße, bin ich ganz ehrlich. Und davon gibt es halt verschiedene Minispiele, die halt auch ein bisschen schwieriger werden mit der Zeit. So, alles klar. Aber das war ja doch eins von den einfachen, muss man dazu sagen. So, Banane her. Die erste von Lanky. Und immerhin knapp 6 Minuten und schon die erste Banane. Das passt doch. So, mit Lenke kann ich dann hier wieder raus. Ich wollte ja eigentlich in erster Linie nur die Bananen holen, aber praktisch, dass ich halt auch gleichzeitig dann noch das andere Zeug mitmache. So. Na komm. Mal ein paar Leben einsammeln, wenn wir schon dabei sind. Was mache ich jetzt? Ich gehe mit Didi weiter. Ne, mit Donkey. Mit Donkey weiter. Weil da hat er noch die Bananen am Anfang. So, Rainer. Und ich glaube, dass ich in dem anderen Level, wo ich ganz am Anfang drin war mit Diddy Kong, dass ich da irgendwas übersehen habe. Den Schalter hatte ich schon gedrückt, gell? Wofür war der nochmal? Ich drücke ihn einfach nochmal. Werde ich dann sehen. Na, komm. Für was war der? Ach so, damit draußen das Tor aufgeht. Ja, ja. Ach so, den musste ich wieder drücken. Okay, also das hat sich natürlich dann nicht gespeichert, interessanterweise, okay. Fragt mich nicht. Weil wie gesagt, die Banane vom Lama ist noch da. Aber das hier scheint dann wohl extra zu sein. Ja gut, okay. Nicht so wild. Dann ist es ja gut, dass ich hier nochmal gedrückt habe. Weil da müssen wir uns halt mit der gelernten Unverwundbarkeit reinbewegen. Also damit wir dann eine gewisse Zeit lang über den Sand laufen können. Aber jetzt zuerst mal zurück zur Banane, weil man sollte auch mal Stück für Stück was machen. Aber vorher nehme ich hier noch die ganzen Kristalle mit. Ja, das ist jedes Mal halt der kleine Nachteil, dass man, wenn man das Spiel beendet und nochmal neu startet, dass man dann von allen Sachen, die man standardmäßig einsammelt, wie Munition und halt eben die Sachen hier, das war der falsche Porter. Ich vergesse immer, dass hinten dran noch der Zweierporter ist. Dass man halt alles halbiert bekommt von den Sachen. So. Aber man merkt schon, das war eine sehr gute Idee, die Teleporter einzubauen. Stellt euch mal vor, man hätte die gar nicht hier in dem Spiel. Dann würde man wirklich nur ständig hin und her laufen. Und ich denke mal, das würde bei den meisten eher zum Nachteil führen. Und gleichzeitig hat man noch den Vorteil, dass man, ja, dass man halt mit einem Kong den Schalter aktiviert, während man mit dem anderen Kong dann dahin kommt. Wo normalerweise da nicht hinkommt. Nicht hängen bleiben an der Wand. Da hat man ja alles abgecheckt. Ja, alles klar. So, was mache ich als nächstes? Ich wollte gucken. Ja, ich wollte gucken, wie ich. Am Anfang war ja noch so ein Fass. Ja, dann machen wir das auch noch direkt. Ich wollte eigentlich. Nee, Quatsch. Was mache ich denn hier? Ich habe doch noch im letzten Part gemeint, ich möchte ja erstmal alle Kongs sammeln. Und dann kann ich immer noch hingehen. Deswegen gucke ich jetzt nochmal, dass ich in diesen einen Tempel da komme, wo. Das war doch der hier, gell? Irgendwo war da ein Schalter für Didi. Ja, genau. So, alles klar. Weil ich glaube, dass ich irgendwo oben was übersehen habe.
Weil ich habe meine Aufnahmen ja nochmal angeguckt, weil ich habe mir eine extra Liste erstellt, was für Bananen ich alles eingesammelt habe. Auch extra noch geguckt, ob ich vielleicht irgendwo im ersten Level was übersehen habe, aber ich scheine sie noch nicht gesehen zu haben. Und hier gab es ja den Schalter jetzt speziell für Didi. Und es muss ja einen Grund haben, dass man da hochkommt, außer dass man halt Munition einsammelt. Ich habe auch irgendwie den Gedanken gehabt, dass vielleicht die Zunge noch länger werden kann. Nur frag mich nicht wie. Das sah eben lustig aus, wie Didi in der Luft immer noch so Saltos gemacht hat. So, hatten wir hier irgendwo einen Schalter von hier aus? Ja, genau. Das hier war das, was ich überhaupt nicht geguckt habe. Das war wirklich bei mir noch im Gedanken da. Da war doch irgendwas mit so einer ganz langen Zunge. So, und das Schöne ist halt übrigens auch, dadurch, dass der auf Zeit ist, könnte man auch stehen bleiben auf dem Schalter. Also könnte man auf der Plattform stehen bleiben, dass man halt rübergezogen wird. Ich werde mal die Kamera drehen, macht vermutlich mehr Sinn. Aber, ja. So, und hier kriegen wir dann einen Weg, der uns vor hoffentlich zu Tiny führt. Also hätte ich Tiny schon viel früher haben können, aber nein, ich musste natürlich mich nicht genau umgucken oder... Ja, okay, gut, alles klar. Jetzt wird dann auch schön das Eis geschmolzen. Sehr schön. Wenn Eis wirklich so ein klirrendes Geräusch machen würde. So, dann haben wir wenigstens ein Stückchen, wo wir uns weiter bewegen können. Na, ein paar Orangen einsammeln für den Part hier. Oder extra für die nächsten drei Parts. Ich habe mir auf jeden Fall mal vorgenommen, jetzt immer drei Parts aufzunehmen, dass ich halt für die Woche immer was habe. Man merkt auch schon, das soll alles Didi machen, wenn man hier die Bananen sich anguckt. Na komm, keine verpassen. Und es ist echt eine Wohltat, wenn man unendlich Luft hat, bin ich ganz ehrlich. Da gab es andere schlimmere Level, andere schlimmere Spiele. Ach, da waren ja diese Seesternchen. Ich finde auch ein bisschen schön, dass ein paar der Gegner, die man so von den anderen Donkey Kong Country-Teilen kennt. Okay, dann muss ich da mit Lanky noch hin. Dass sie halt auch hier mit dabei sind, halt in 3D mitgenommen worden. So, alles klar. So, jetzt muss ich auf jeden Fall einfach mal gucken. Ich denke mal, hier muss ich den... Gott, sind die groß hier. Sehr schön. Ich denke mal, dass wir hier den Kong... Ja, ich muss hier Kong schreiben, garantiert. Na, haut ihr mal ab. Gegner tauchen ja zwar wieder auf, aber... Das mal zumindest ein Stück. Na? Was muss ich da machen? Ich habe gerade keine Ahnung. Ach so, ich muss erst einmal das aktivieren. Okay, alles klar. Jetzt geht's. Naja, ist ja klar, wenn man erstmal probiert, bevor man Schalter drückt, ist natürlich klar, dass nichts passiert. So, und nun? Muss ich auf die... Ach so, jetzt kann ich die auch reindrücken. Okay, alles klar. Einmal K. Dann haben wir das O. Na, hoch da. Sehr schön. Und da ist dann auch Tiny drin. Sehr gut. Und dann könnte ich ja eigentlich hier schon fast wieder rausgehen. Und dann die... Nee, Quatsch. Könnte ich gar nicht. Ich brauche ja erst... Ich muss erst mal hier den Boss besiegen. Ja, so einfach geht es natürlich auch wieder nicht, dass man einfach mal in die nächste Welt geht. Guter Job, Didi. Ich schnappe mir alle lila Bananen, die ich finden kann. So sehen sie aus. Du findest mich im Tauschfass. Bereit, in den Reptilien in den Hintern zu treten. Ja, dass Tiny so ein bisschen frech ist, das ist ja wohl klar. Gerade als kleiner Kong. So, Banane einsammeln. Passt doch. Habe ich gerade richtig geguckt, oder? Es hat eben so ausgesehen, als wäre die Banane zu Donkey Kong geflogen. Aber Donkey Kong hat ja seine schon. Seine zwei schon. Ja gut, dann habe ich es halt ein bisschen komisch gesehen. Gibt es sonst noch irgendwas? Ah, okay, wir müssen ja mit Tiny da nochmal hin. Ja, das muss man sich halt wirklich merken. Und leider gibt es ja in dem Tempel keinen Tauschfass. Aber es gab ja noch einen anderen Weg nach rechts, wo man mit Lanky hin muss. Ich denke mal, eigentlich soll ich mit Lanky direkt hier hingehen, bevor ich gucke. Na, geh hoch. Was gibt es hier? Dann Tiny Münzen. Ja, hier sollte man mit Lanky hin. Okay, alles klar. An den Raum kann ich mich kaum noch erinnern. Oh.
Das scheint wohl, muss man hier wohl das Wasser ablassen. Okay, gut, alles klar. Merken wir uns, dass wir hier mit Lenke hin müssen. Und auch noch mit Tiny, um die Bananen zu holen. Und das ist halt genau das, was man vielleicht so ein bisschen kritisieren könnte bei dem Spiel, dass man halt wirklich, man kriegt gezeigt, man muss mit dem anderen Kong dahin. Und dann muss man natürlich erstmal wieder zurück, um den Kong zu wechseln und hast du nicht gesehen. Aber, ja. Ist halt nur jetzt speziell, vielleicht fällt es ja eigentlich nur speziell jetzt schlimmer auf, weil man halt ein Let's Play davon macht und man sich dann denkt, ja gut, jetzt läuft man noch dreimal den Weg. Aber, ja, ich glaube, ich werde jetzt erstmal mit Tiny rumlaufen und hier dann erstmal wieder alle Waffen und Bananen und Co. holen. Ich muss ja mit Tiny sowieso erstmal Münzen schnappen und hier sind auch nochmal extra Münzen für Tiny. Also, das ist schon mir immerhin gutes Level-Design. Ja, da freut sie sich, dass man so auswählen, wenn wir weggehen, dann regt sich natürlich auf. Was macht es eigentlich, wenn man nicht guckt? Die guckt, glaube ich, rum und findet alles witzig, keine Ahnung. Kreisch, hallo Tiny, auch du kannst hier 5 goldene Bananen finden. Stell dir vor. Sagt das Quacks jetzt jedes Mal. So, ist auf jeden Fall praktisch, dann können wir hier direkt die, das Instrument holen. Und das Schöne an ihr ist, dass man hier... Na komm. Ich frage mich gerade. Normalerweise kannst du doch... oder sie muss es noch lernen, dass er so fliegen kann. Ja, scheinbar. Gibt keinen anderen Knopf. Na gut. Na komm. Ich muss mich erst noch an sie gewöhnen, weil... Ich weiß gar nicht mehr. Mit ihr habe ich, glaube ich, nicht so oft gespielt. Für 103 Münzen bringe ich dir die Tonleiter bei. Auf jeden Fall. Sabotage-Saxophon. Erinnert so ein bisschen, wenn man an Simpsons denkt, an Lisa. Na, komm näher. Ja, bla, wissen wir ja. Mehr kann ich nicht tun. Sehr schön. Gut, dann haben wir zumindest mal das. Und dann... Oh. Falscher Teleporter. Dann sollte ich natürlich nochmal zu Funky Kong gehen und direkt die Waffe holen. Damit wir nicht vor einem Schalter stehen und dann uns denken, dann müssen wir ja nochmal laufen. So, war das die 2? Ja. Alles klar. Und von der 2 dann direkt hier weiter. Oh, praktisch, dass hier noch eine Banane ist. Okay, dann laufe ich erstmal kurz zurück und damit ich die einsammle hier. Nicht, dass ich die vergesse. Nicht schlagen. Wer haut denn hier kleine Mädchen? Na, einmal hier hin. Das ist halt natürlich wieder genau das, was ich meine, dass man halt wirklich erstmal wieder gucken muss. Wo sind jetzt neue Bananen aufgetaucht? Und vor allem praktisch, wenn wir dann hier noch ein paar Münzen finden. Stimmt ja. Ich hatte ja nur 4 Münzen. Gut, dass ich dann doch noch hier lang gelaufen bin, sonst hätte ich mir jetzt keine Waffe leisten können. Aber dann fehlen ja trotzdem noch so ein paar Münzen, die ich dann für die, ja... Für den Zauber sage ich schon, für das Upgrade brauche. Ich bin jetzt schon wieder falsch gelaufen, gell? War da hinten eigentlich irgendwas noch für sie? Vielleicht? Nur Kristalle, okay. Alles klar. Ich würde ein bisschen weiter mit Lenky spielen, bin ich ganz ehrlich, damit ich halt schneller laufen kann. Aber... Ja, wenn nichts ist, dann ist halt nichts. Gut, dann... Geben uns unsere Waffe holen und dann schätze ich mal, dass ich dann hoffentlich irgendwo noch ein paar Münzen finde. Wenn nicht, dann muss ich leider ja die Fähigkeit erstmal weiter zurückdrängen. Oh. Einfach weggerutscht irgendwie, keine Ahnung. Ich hätte ja generell mal gucken können, dass ich die Bananen abgebe mit Donkey. So, wollen wir natürlich kaufen. Die Federflitze. So eine kleine Armbrust. Und damit lassen sich dann auch schön, was war es nochmal? Federn schießen. Ja, fragt mich nicht. Federn sind stärker als das Schwert. So, ich frage mich jetzt nur, wenn wir jetzt hier mit Donkey dann reingehen, wo ist denn hier das Fass dafür? Also, dass, damit man halt unverwundbar wird. So. Tiny hat auch den kleinen Vorteil, dadurch, dass sie so klein ist, hat man es halt auch einfacher, hier rumzulaufen. Ich muss mal kurz nach rechts gehen.
Weil ich bin mit Didi letztes Mal nur nach links gegangen. Achso, da gibt ja nur den einen Weg nach oben. Okay. Alles klar. Und da ist ja auch nochmal ein Bossraum. Und hier haben wir dann eine einzige Münze für Lanky. Okay. Wer sie braucht. So, gehen wir mal kurz nach oben. Kann ich hier noch irgendwas übersehen? Ah, okay. Praktisch. Wo? Oh. Das war natürlich ganz schlau. So, alles klar. Das ist halt das Dumme, dass ich halt noch nicht diesen Flug habe. Wobei ich mich jetzt trotzdem frage. Nee, so machst du nur eine Stampfattacke. Mit B schlägt es halt nur so zu. Hm. Man hier keine... Nein, 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 nicht runterrutschen. Ich stelle mich gerade wieder dumm an, ich weiß. Waren hier keine Schalter dran und nix? Irgendwie verwundert mich das so ein bisschen. Ich weiß, ich suche wieder rum. Nö, also irgendwie habe ich hier noch was übersehen. So, okay, gut. Dann, ja, wenn hier nichts ist. Man sieht auf jeden Fall jetzt ziemlich viele Lanky-Münzen. Da haben wir auch noch eine Palme. Na komm. Ist auf jeden Fall praktisch, wenn man dann hier zumindest, wenn man schon irgendwo langläuft, dass man auch gleich was findet zum Einsammeln. Damit man halt zumindest soweit sagen kann, der Weg war nicht umsonst. Und ich spiele hier richtig schlecht gerade. Da vorne sind auch noch Bananen für Lanky. Ich spiele richtig schlecht, ja. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Obwohl ich eigentlich gar nicht schnell machen will irgendwie. Ich weiß es gar nicht. Dann nehmen wir kurz noch Lanky mit. Und ich sehe gerade, ja, okay. Tauschfässer nicht unterschätzen, sie heilen ein. Sehe ich jetzt gerade. Gut, dass ich es dann nochmal extra gesehen habe. So, Lanky, auch nochmal Bananen einsammeln. Und das ist auch der Grund, warum man sich dann so Stück für Stück auch merken sollte, wo man Bananen schon überall eingesammelt hat. Damit man halt nicht ewig in 3 Tage rumläuft. Ist natürlich dann der Vorteil, wenn man es aufnimmt, dass man sich das dann nochmal nachträglich angucken kann, ohne alles ablaufen zu müssen. Aber ich denke mal, ich sollte mir jetzt mal... Ja, ich mache alles wieder. Ich mache alles querbeet. Dass ich jetzt mal auf Didi wechsle und ein bisschen rumfliege. Oder ich sag mal eher, ich... Ja, ich beende mal den Part, weil er schon drüber ist. Verdammt. Dann, ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Donkey Kong 64 sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.